Stück ist ja von Ende der 90er und Boxer zu sehen ist eigentlich immer wieder eine Rückkehr zum Anfang, weil eigentlich hat mit Boxer das Schreiben wirklich begonnen für mich. Und deswegen ist es eigentlich immer wieder zu gucken, was ist inzwischen passiert, und jetzt sieht man eine neue Fassung, jetzt ist sehr viel passiert in letzter Zeit, von Corona bis Krieg und alles. Und dann zurückzukommen und vor allem eine Inszenierung zu sehen, jetzt auf Portugiesisch, was sehr Besonderes ist. Ich finde, es macht es immer frischer, wenn man das eigene Stück in einer fremden Sprache hört. Man, du disseste alguma coisa sobre o teu sonhar? Lichtness. Personalidade. Caráter. Tens mesmo personalidade. Não me digas que percebeste tudo aquilo que eu estive para aqui a despejar desde ontem. Claro, eu não sou parvo. Tá. Yani Duraka. Não sou parvo. Man achtet wirklich viel mehr darauf, wie die miteinander spielen, weil man quasi nicht auf den Dialog achtet. Und jetzt speziell diese Inszenierung mochte ich sehr, dass es aus so einer Ruhe heraus entwickelt ist, dass es sich wirklich Zeit lässt, wie die Figuren sich annähern. Das hat was sehr, sehr, sehr Präzises. Man kommt sehr, sehr nah an diese Figuren ran. Und dadurch ist es auch bei allem, was ich schon gesehen habe, ist es wieder ein neuer Zugang. Vor allem auch, weil, was ich sehr mochte in dieser Inszenierung, ist, dass man Leo auch sehr nahe kommt und wirklich versteht, was ist alles in seinem Kopf, was sehr, sehr viel mit der Inszenierung, mit den Videos zu tun hat. Insofern war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Was ich sehr mochte an dieser Träumebene ist es, dass es nicht illustrativ ist. Also, dass man nicht erklärt eigentlich mit den Videos, sondern dass man einen neuen Blick bekommt, der was sehr Geheimnisvolles immer wieder hat. Es sind keine Geschichten, die erzählt werden, sondern es sind Spotlights eigentlich. Es sind diese Fluchtgedanken, ja, suizidale Gedanken, was alles da ist. Also man sieht in den Kopf hinein, ohne dass es erklärend wird. Und dadurch, finde ich, bekommt die Figur von Leo durch diese Traumebene oder durch diese Erinnerungsebene verdeutlicht das nochmal, dass da ein ganzes Leben sitzt. Also was im Dialog und in der Geschichte auch drin ist, aber bekommt es auf visueller Ebene, wo man sagt, das ist das Reichtum eines Lebens, das alle Höhen und Tiefen durchgegangen ist, und man bekommt so einen kleinen Zipfel, wo man merkt, wie tief oder wie reich so ein altes oder so ein langes Leben eigentlich ist. Da ich es ja im Dialog nicht beurteilen kann, kann ich eigentlich nur über das Physische sprechen. Und ich mochte sehr, dass er die Rolle sehr körperlich anlegt. Also ich mochte, dass es immer so eine Energie ist, von der man immer wieder merkt, diese Energie kommt hoch, und diese Energie weiß noch nicht wohin. Also wirklich so ein bisschen junge Hunde, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft und wohin das alles gehen soll. Und das kombiniert mit dem Physischen des Leo, der wirklich so quasi von Nullpunkt startet und immer mehr in eine Art von Bewegung kommt. Also diese zwei physischen Rhythmen, die da gegeneinander stehen, finde ich, das ist, auch wenn man den Dialog nicht versteht, versteht man eigentlich so, wo die völlig anders gelagert sind und wo die sich annähern. Das funktioniert auf einer rein physischen Ebene. Und das ist bei Jojo wirklich etwas, wo ich sage, ja, das ist die Unruhe in dem Alter. Das ist etwas, was völlig fehlgeleitet werden kann oder was in die richtige Richtung geleitet werden kann, was ja eigentlich die Geschichte ist. Es ist ja die Geschichte von jemandem, der auf das richtige Gleis gesetzt wird. Also das eine ist natürlich das Wissen um den Krieg, der quasi vor unserer Haustür stattfindet, oder das Wissen darum, wie global das Leben abgeschaltet werden kann und der Tod plötzlich sehr, sehr nah ist. Also die neue Erfahrung, glaube ich, die wir alle gemacht haben, zumindest in Europa, dass nichts bleiben muss, wie es ist, und dass alles in Frage gestellt werden kann, oder dass es nichts gibt, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann, bestimmt natürlich den Blick auf Geschichten, auch auf ältere Geschichten. Und dadurch verschieben sich, glaube ich, auch bestimmte Faktoren, dass man vielleicht auf Boxer auch, ich kann es über mein eigenes Stück nicht sagen, aber ich denke mal, das ist etwas, was meinen Blick verändert hat, dass es was Utopisches hat, die Utopie von Freundschaft oder die Utopie von Respekt oder das Wissen darum, dass ein junger Mensch bei einem anderen Menschen, bei einem alten Menschen plötzlich merkt, dass eine Erfahrung von Krieg da ist oder eine Erfahrung von
verzweifelten Situationen. Und dadurch, dass das näher gerutscht ist, ist dieser Punkt zu sagen, man muss das andere Leben auch achten, weil man nicht weiß, welche Erfahrungen diese Menschen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was Ende der 90er so, hätte man so das noch nicht formulieren können, als das Stück entstanden ist. Aber das ist etwas, was für mich jetzt in den Vordergrund rutscht.